Hallo und willkommen hier zurück bei Tomb Raider. Ich bin hier mit der guten Lara hochgeklettert. Ja, der Checkpoint, wir waren ja eigentlich beim Lager, aber ich weiß nicht, warum er das hier wieder geladen hat. Boah, Monstersprung. Super. Auf jeden Fall, boah, haben wir hier alles bewerkstelligt, was wir wollten. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier kommen ja sonst immer Wölfe. Und da sitzt sie auch wieder. Okay, ganz, ganz vorsichtig. Ist er weg? Okay, einen Wolf haben wir erwischt. Der andere ist entkommen. Soll mir aber recht sein. Den schlitzen wir auf. Nehmen mit, was er hatte für uns. Und dann gehen wir weiter. Wir haben ja in der letzten Folge ein Grab gehoben, wollte ich sagen. So, jetzt ist aber Schnittchen im Schlawittchen. Ich lasse mich mit mir ja viel machen, aber das nicht. So. Leckeres Wolfsfleisch haben wir auch. Was ich mir aber aufgefallen ist beim letzten Mal, ist, dass wir das hier übersehen hatten. Können wir noch ein bisschen Bergungsgutteile annehmen. Und vor allem, das ist mir zwar nicht aufgefallen, aber das sehe ich ja jetzt, haben wir hier das. Küstenkomplette Karte, Belohnungsorte ansehen. Select. Ah, schaut euch das mal an. Was haben wir denn hier? Wir haben hier noch zwei Reliquien auf der Karte. Reliquien auf der Karte. Hier haben wir noch drei Geocaches, ist es? Nur die Geistermarkierungen sind hier jetzt nicht drauf. Warum eigentlich nicht? Schade. Die müssen wir irgendwie separat gucken. Aber das können wir jetzt machen, bevor wir uns da reinmischen. Das heißt, wir müssen irgendwie nochmal zurück. Hier ist irgendwie eine Reliquie versteckt. Machen wir mal als Wegpunkt. Ja, ansonsten ist hier oben nichts weiter, oder? Nö. Haben wir denn... Was bringt uns denn, das als Wegpunkt zu markieren, wenn wir keine Minimap haben? Verstehe ich gerade nicht ganz. Nö, da habe ich echt keine Ahnung, was für... das mit bei uns jetzt ist. Okay, das ist da. Das müsste ungefähr da sein. Ich will mal kurz gucken. Es müsste ja eigentlich unter der Brücke, glaube ich, hier sein. Tatsächlich. Hier irgendwo. Ist dem so? Tatsächlich. Wir sind... Es müsste hier... Tatsächlich! Unter der Brücke finden wir es. Ein kleiner Schatz. Japanese no-actors could tilt their heads up and down to make the rigid mask express different emotions. Boah, das ist echt unheimlich. Schaut euch das an, das stimmt sogar. Wenn man nach oben guckt, oh, sieht sie richtig traurig aus. Wenn das sie aber so hin, sieht sie echt fies aus und böse. Hier ist nichts weiter zu sehen. Keine Details, aber man sieht's, wie gesagt. Böse. Sehr böse sogar. Cool. Haben wir was entdeckt. Die andere Maske finden wir auch noch. Ist zwar ein bisschen blöd, dass wir jetzt jedes Mal draufklicken müssen, um das zu finden. Aber dafür wissen wir wenigstens, wo wir das finden können. Hier sind noch, wie gesagt, Tagebuchseiten. Ich glaube, da kommen wir sowieso erstmal gar nicht hin. Weil wir brauchen noch ein paar Gegenstände. Und ich glaube, das schaffen wir auch nicht. Da kommen wir auch nicht direkt hin. Da fehlt uns, glaube ich, auch noch eine kleine Kleinigkeit. Irgendein spezieller Pfeil oder irgend sowas. Na, ich schau mal. Um die Ecke hier. Nee, da kommen wir ja gar nicht durch. Das ist falsch. Das ist falsch. Ich glaube nämlich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich hier auch so einen Baumstumpf gesehen habe, wo man, der so umwickelt war mit Zeug.
So. Wir müssen ja hier jetzt irgendwo in der... Naja, sind wir noch gar nicht. Wir müssen geradeaus zu eigentlich. Da oben müsste es sein. Glaube ich. Aha, da können wir nicht rüber. Müssen wir so hin. Bei diesem Schrein. Oh, okay. So. Auf die Dinger muss man auch wahnsinnig gut achten, sonst sieht man die nicht. Okay, nee, das ist immer noch nicht ganz das, wo wir hin müssen. Coole Sache. Da unten. Hoho, gefunden. Auch er wurde aber von irgendwelchen Eingeborenen oder sowas. Galerie freigeschaltet. Hauptmenü, Extras neu. This mask was used in the traditional Japanese no theater. I think it represents a demon or oni. Okay, es vibriert. Untersuche, um versteckte Informationen zu finden. There's a price tag. Looks like this one is a replica. 50. Naja. Haben wir auch das Geheimnis davon entschlüsselt. Aber ich werde mich jetzt nicht hier weiter rumquälen, weil, wie gesagt, ich glaube, wir müssten... Oh, scheiße. Wow. Wow. Wir müssten wahrscheinlich auch erstmal wieder ganz zurück oder so. Wow. Das war mehr ein Glücksschuss als wirklich... beabsichtigter Schuss. Ich glaube, wir rotten hier noch die Population aus von denen. Jetzt still, du Ratte. So. Sorry, Wölfe. Ich will euch eigentlich nicht töten. Das Problem ist nur, ihr kommt mir hier so in Massen angerannt, dass es mir fast nicht anders übrig bleibt, als euch auszuweiden. Wie gesagt, das ist mir keine Freude. Aber ihr lasst mir momentan keine andere Wahl. Also ein Tagebuchnotiz und so weiter, das kriegen wir auch noch weiter hinten. Aber wir werden erst gleich mal weitergehen. Ich gucke nur kurz mal ins Lagerchen. Okay, wir haben keine Fähigkeitspunkte und aus... Rüstung könnten wir... Brauchen wir... Wie viel brauchen wir denn? 200. Naja, das dauert noch ein bisschen. Wir haben gerade mal 100. Das Doppelte. Sehr schön. Egal. Wir haben ein bisschen gejagt, wieder ein bisschen ins Spiel reingefunden. Ja. Yep. Let's do this, Doctor. Whenever you're ready. Dann gucken wir mal. Roll, 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 ja. Dingsy. Aber nicht gut, dass das sich wieder schließt. That female figure at the gate. Given the age of the symbols, it could be the Sun Queen. Die Sonnenkönigin Himiko. Are you sure you're not channeling Sam, Dr. Whitman? Well, there's no doubt. Himiko had power. Some say shamanistic, elemental. A woman wields that much power, and sooner or later it gets called witchcraft. We shouldn't discount anything, even what may seem to us irrational. We still have much to learn about the world. You sound like my father. It could be one hell of a story, Laura. Not if we don't live to tell it. Tja, das stimmt. Überleben ist ja hier erstmal alles. Unabhängig davon, ob das jetzt hier tatsächlich um das verschwundene Königreich sich handelt oder nicht. It is Himiko. Himiko. But look. The bowl, the candles. Why is she still being worshipped? This island, it must have once been part of Yamatai. You were right, Laura. The Lost Kingdom. It's like finding Atlantis. But this is real, Dr. Whitman. We're not standing on a myth. No, we're standing on a gold mine. Uh-oh. Quickly, your friends are hurt. Yes, probably by them. Get back. I can't be trusted. You still have a gun. Hey. Nicht schießen, nicht schießen. I don't want any trouble. No. We'll come. No.
But I insist that afterwards you take us to whoever's in charge. What are you doing? Be quiet. No! I'm handling this! No! 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 Please! Get off! Just go along with them, Lara. Do whatever they say. Was sind das überhaupt für Leute? Дай меня пистолет. Gib mir die Pistole, hat er gesagt auf Russisch. Zu ihm hat er gesagt, geh weg. Und zu ihr hat er gesagt, lauf. Spricht nicht so gut Russisch. Lara! If they give you any trouble, kill them. Don't hurt them, please. I said, silence, girl. Russisch. Хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Du erinnerst mich an meine Schwester, hat er gesagt. Aber er spricht schlechtes Russisch. Egal. Das ist nicht mehr Russisch. Die sprechen Englisch gerade. Lass mal in Deckung gehen. Oh Gott, die haben uns hier in der Falle gelockt und jetzt müssen wir gucken, wie wir hier klarkommen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ah, ich weiß nicht, wohin. Wow. Oh Mann, ey. Es tut mir voll leid, dass die hier alle anderen abgeknallt werden. Wir müssen nur versuchen, hier irgendwie rauszukommen. What do you see? Nothing. Keep moving up the mountain. Oh Gott. Schnell durch. Любишь играть в прятки, малышка? Gefällt es dir, Verstecken zu spielen, Mädchen? Du meinst, du darfst das fast nicht. Das habe ich nicht verstanden. No one escapes. Out! Вылезай! Не трать моего времени! I always agree. Verdammt! Jetzt bringt er uns um. Das ist hier so krass mit dem Reagieren. Das glaubst du ja selber nicht. Es ist halt leider ein bisschen schwer. Ich hoffe, das ist aber immer derselbe Knopf, sonst ist es. Das ist echt ein bisschen hart. Da kannst du so gute Reflexe haben, wie du willst. Okay. Ey, ich hab 3 gedrückt. Würgen Nummer 2. Ja, wir haben es begriffen. Danke. Ist nicht so leicht. Leider. Willi sei! Ist das schlecht, ey. Und er hat sie nochmal geschnappt. Wieder zurück mit dir. Nochmal Bedrängnis. Ah, Stück Ohr rausgerissen. Mike Tyson Style. Oh Gott, nein. Diesmal nicht, du Mistkerl. Eigentlich habe ich dir doch in den Sack geschossen. Jetzt halt in den Kopf. Drecksack. Ganz ruhig, Lara, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um in Panik zu geraten. Aber es ist verständlich, dass du jetzt diesen Scheiß durchmachen musst. Oh Gott! Hey,
Kommen wir da nicht rein? Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich würde am liebsten da runterspringen einfach. In der Hoffnung, dass wir es überleben. Aber das werden wir nicht überleben. Ich mache mal kurz den hier. Damit wir sehen, wo wir eigentlich hin müssen. Das heißt nicht, dass wir es nicht ver... Was ist das denn? Schatzkarte? Schatzkarten. Küsten. Aber die haben wir gefunden. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ach so, doch, natürlich. Die Schatzkarte war das, dass wir sehen, wo was hier ist. Okay, wir müssen hier wieder runter zwischen den Gebäuden durch. Jetzt haben wir eine Waffe gefunden. Vielleicht können wir kurz noch einen Blick drauf werfen, was die besagt. Bogen. Ja, das sind die Verbesserungen, die wir dadurch machen können. Die verschiedenen Modi. Ja, das hat uns jetzt auch gar nichts gebracht. Okay. Aber wir haben gar nichts, also bleiben wir erstmal bei der Waffe. Ich hätte den Typen zwar jetzt noch durchsucht eigentlich, wenn sie schon hier dabei ist. Mit dem ganzen Mist. Aber wir können gerade sowieso nichts machen, außer zu flüchten. Unten ist alles voll mit denen. Hängebrücke. Ob das gut geht? Springen wir lieber rüber. Okay, lassen wir das brennen erstmal hinter uns. Keine Ahnung, wer diese Russen hier sind. Sind die auch gestrandet? Verflucht. Oh nein, irgendwen hat's erwischt, oder? Munition. Wow. Was war das? Got another one. She went down over there. Streifschuss. There's always a way. Stay away from me. Verschwinde. Okay, plündern wir ein bisschen. Bergungsgut finden wir leider da nur. Munition. Vier Pfeile. Wir könnten jetzt zurückgehen und jeden einzelnen Schweinehund von denen töten, aber ich glaube, das ist nicht vorgesehen. Es ist vorgesehen, dass wir weiter nach vorne gehen. Auch wenn es mir ziemlich in den Finger kribbelt. Nee, es geht gar nicht. So. Die ersten haben wir getötet. Können wir nachladen? Okay, das ist ausweichen. Nachladen tut sie wahrscheinlich von alleine. Nein, geht nicht. Bogen haben wir jetzt auch wieder. Bleiben wir erstmal bei der Pistole. Und wir werden hier weiter natürlich gehen. Aber erst in der nächsten Folge, um es noch ein bisschen spannender zu machen. Um vielleicht herauszufinden, was es mit diesem ganzen brennenden Scheiß hier auf sich hat. Und wer diese Söldner oder Russen oder was auch immer das sind. Bye bye.